Okay, erinnert ihr euch daran damals, als ich als Sicherheitsmann gearbeitet habe und gefeuert wurde? Aus welchem Grund auch immer wurde ich wieder eingestellt. Yay! Und sie haben mir irgendwas von einem Albtraummodus diesmal erzählt. Naja, wird schon nicht schief gehen. Heute spielen wir ein weiteres Mal Das ist nicht mein Nachbar. Und in diesem Spiel sind wir ein Sicherheitsmann und Doppelgänger versuchen, ins Gebäude zu kommen. Und wir müssen herausfinden, welche die echten sind und welche fake sind. Nightmare Mode. Die Doppelgängers erledigen dich direkt, nachdem du sie reingelassen hast. Warte, etwas ist falsch mit den Nachbarn. Chester ist zurück und böse. Nicht zu empfehlen für neue Spieler. Okay, ich bin bereit. 3, 2, 1, oh, okay, es geht los. Oh, der folgende Film ist eine Produktion vom DDD, um die mentale Gesundheit zu unterstützen. Okay. Hallo, wenn du diesen Film siehst, dann machen wir dir Sorgen um deine mentale Gesundheit. Ja, danke schön, das ist sehr nett von euch. Es ist gewöhnlich für unsere Mitarbeiter, dass sie ein paar Albträume haben. Habe ich da Albträume gehört? Das ist, warum wir diesen Film zur Verfügung stellen. Unser Arzt ist dafür bereit und trainiert, diese Fehler zu verhindern. Denk immer daran, dass Schlafen sehr wichtig ist. Unser Star-Mitarbeiter Henry empfiehlt es sehr weiter. Okay. Henry sieht aber auch nicht aus, als würde er gerade gut schlafen. Er hat auch viel Albträume und Augenringe. Sei wie Henry. Geh zum Psychologen. Okay, okay, Henry. Oh, es geht los, Freunde. Du weißt, was zu tun ist. Bob, lange nicht mehr gesehen, Kollege. Okay. Freunde, wir spielen heute jetzt den brandneuen Nightmare-Modus in That's Not My Neighbor. Und, oh mein Gott, wer ist das? Freunde, im Nightmare-Modus gibt es nämlich nur, oh mein Gott, gruselige Albtraummonster, die wir jetzt hier reinlassen dürfen. Und wenn wir einen falschen reinlassen ins Gebäude, dann haben wir direkt verloren und wir werden direkt erledigt. Das bedeutet, wir checken alles ab. Okay, Freunde, wir checken alles ab. Ob er der Richtige ist oder ein Doppelgänger. Abductius Morail. Okay, schönen guten Tag. Das Foto sieht gut aus vom Ausweis. Abdush Morail. Er wohnt in Apartment 103. Okay, da würde ich sagen, erste Etage, drittes Apartment, Abdush Morail. Okay. Dann würde ich sagen, er hat eine Narbe auf der Nase, er hat Piercings, er hat, okay, gespreizte Augenlider und ein großes Lächeln. Ja, das sieht gut aus. Und, warte, hat er überhaupt ein großes Lächeln? Ja, ich glaube, das ist ein großes Lächeln, Freunde, würde ich sagen. Ansonsten ist er auf der Liste. Okay, er ist auch auf der Liste, Freunde. Das bedeutet, okay, ich würde sie jetzt erstmal reinlassen, würde ich sagen. Viel Spaß im Gebäude und, oh mein Gott, war er richtig? War er richtig? Und bitte, bitte und... Okay. Was? Ist das... Wow, wir wurden recht erledigt. Wir haben einen falschen Doppelgänger reingelassen. Okay, okay. Das ging schnell. Das ging schnell. Doppelgänger erwischt? Null. Nachbarn erledigt? Null. Doppelgänger ist reingelassen? Eins. Was? Er hatte falsche Augen? Oh mein Gott, Freunde. Okay, da kommt... Oh mein Gott, wer ist das denn? Schönen guten Tag, Izanami Yomi. Okay, er wohnt in Apartment 304. Izanami Yomi, okay, sieht bis jetzt alles in Ordnung aus. Genau, Apartment, dritte Etage, viertes Apartment, Izanami. Okay, er hat ein langes Haar. Ja, ich glaube, das Haar ist auf jeden Fall lang, würde ich sagen. Große Nase, jetzt achten wir auf alles. Die Nase ist dick. Okay, okay, die große Nase. Er hat ein rundes Kinn. Ayo, okay, rund wie eine Kugel. Und er hat, okay, okay, ein freshes Gesicht hier auf jeden Fall. Okay, ist er auf der Liste drauf? Ew, was ist das alles für Leute hier? Okay, es sieht eigentlich gut aus, Freunde. Sollen wir ihn jetzt reinlassen? Sollen wir ihn durchlassen? Ich glaube, wir müssen die ID-Nummer sogar abchecken hier. 2356, okay. 2356, ja, das sieht alles gut aus. Das sieht eigentlich alles gut aus. Okay, wir lassen ihn rein. Bitte, bitte. Viel Spaß im Gebäude wünsche ich Ihnen. Oh mein Gott, oh mein Gott. War es richtig? Und, oh, let's go. Endlich, wir haben ihn richtig reingelassen. Und, oh, hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ey, yo, freshe Augenbrauen, muss ich sagen, haben sie da. Gefällt mir sehr gut. Exal Lanitro. Freunde, ist noch ganz normaler Name auf jeden Fall. In der Albtraumversion hier. Okay, Exal Lanitro, okay, 102. Okay, erste Etage, zweites Apartment, Exile, Nanitro. Okay, er hat 15 Nadeln. Ich zähle alle genau durch. Bleiben Sie aber kurz stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sind das denn Haare oder sind das Nadeln? Egal, ich weiß nicht. Aber es sind auf jeden Fall 15 Nadeln. Das ist auf jeden Fall wichtig. Okay, gepunktete Augenbrauen, die habe ich direkt gesehen. Prominentes Kinn. Okay, das Kind ist echt sehr prominent, muss ich sagen. Müde Augen und scharfe Zähne? Ich meine, oh nein.
Wo ist... Können Sie mal kurz Ihren Mund öffnen? Wir fragen ihn mal, Freund. Wegen seinem Aussehen. Und? Mein Aussehen? Ich bin traurig wie immer. Okay, ja, ich fühle dich, Kollege. Ich fühle dich. Ist ja auch auf der Liste. Er ist auch auf der Liste. Okay, ich würde sagen, viel Spaß im Gebäude. Wir lassen ihn rein und ich hoffe, es war keine falsche Entscheidung. Im Nightmare-Modus, wir sehen es direkt, wenn etwas falsch ist oder so. Und es war richtig. Okay, die nächste Person. Und hallo, schönen guten Tag. Schöne Szene haben Sie. Barbartus, barabam, barabam. Okay, hat Ihre Mutter auf die Trommel einmal gehauen und gesagt, jo, so nenne ich mein Kind bitte einmal. Was ist das für eine ID-Nummer? Das ist ziemlich... Sass. Okay, das ist ziemlich sassy, muss ich sagen. Wir checken direkt ab. 89668. 89668. 98869. 98869 und 89 am Ende. Okay, nochmal Glück gehabt, muss ich sagen. Dann schauen wir mal. Okay, ID ist da. Barbatus. Badabam. Ja, alles klar. Wohnt in Apartment 102. Okay, und er ist ein Menschenjäger. Sympathisch auf jeden Fall. Ich bin ein Mensch. Er hat 15 Hörner. Eine kleine Nase. Okay, 15 Hörner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Hörner. Check. Passt auf jeden Fall alles. Kleine Nase. Zwei Tattoos. 1, 2. Ja, zieht das als zwei Tattoos. Ich glaube schon. Große Zähne und kleine Augen. Ja, ja, Freunde. Ich würde sagen, das sind kleine Augen. Ist er auch auf der Liste drauf? Er ist auf der Liste. Das bedeutet, er kann rein. Wir haben bis jetzt kein Anomaly getroffen und ich würde ihn wieder durchlassen. Ich frage ihn mal vielleicht ein paar Fragen. Vielleicht fragt er irgendwas. Okay, alles ist perfekt, sagt er. Ja, alles klar. Mein Aussehen? Ich sehe hübsch aus, wie immer. Ja, das stimmt. Sie sehen echt sehr gut aus, muss ich sagen. Ist es dein erster Tag? Mensch, verschwende nicht meine Zeit. Ja, okay, es tut mir leid. Ich lasse dich durch. Komm schon. Bitte, bitte. Wenn er jetzt falsch war, mein Vertrauen zu Monstern ist gebrochen. Und es dauert mir zu lange. Wir haben wieder recht gehabt. Ey, yo, wer bist du? Hallo, schönen guten Tag, Mensch. Also welches Auge davon soll ich jetzt angucken? Hallo, schönen guten Tag. Quatschil, Uta, Uta aus, okay. Dann würde ich sagen, check mir mal hier alles ab. Sie wohnen in Apartment 2-4 auf jeden Fall. Okay, dann checken wir das Ganze mal ab. Ja, tatsächlich, sie wohnen auch hier und sie haben 9 Augen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das check. Sie schweben. Oh, ja, sie schwebt so ein bisschen. Ja, okay, das check. Hat einen Heiligenschein. Und, warte, redet in telepathisch? Okay, warte mal, dafür müssen wir sie aber abfragen, wie sie redet. Hä? Wo soll man wissen, ob sie telepathisch redet, Freunde? Oh, Freunde, die ID-Nummer. 6363 haben wir hier. Okay, und jetzt habe ich hier 6364. Oh mein Gott, oh mein Gott, sie ist eine Anomalie. Alter, meine Adleraugen haben das gesehen. Boom! Und wir rufen das erste Mal das DDD an. 3312. Okay, wir geben ein. Wie war das nochmal? 3312. Und, oh mein Gott, Freunde, das erste Mal, dass wir einen Anomaly erwischt haben und frischer Tat ertappt. Nur wegen der ID-Nummer. Eine Zahl war das. Du hast das DDD kontaktiert. Yo, Sedix ist hier. Was geht ab, Bob? Na, High Five. Cleaning, Protokoll erledigt. Du kannst weitermachen mit deinem Job. Alles klar, Bob. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Let's go. Wir haben den ersten Anomaly ausgeschaltet und... Oh, schönen guten Tag. Dich kenne ich ja noch. Dich kenne ich auf jeden Fall noch. Und diesmal schaue ich mir alles genauestens an. Dr. Kromkruac. Schönen guten Tag, Doktor. Sie wohnen in Apartment 3-4. Okay. Sein Hut auf. Check. Okay, hat Maus-Stitches. Okay, auch check. Einen großen Kopf. Jo, ein Dickschädel wie ich auf jeden Fall. Wir könnten verwandt sein, Kollege. Und hat eine Maske auf? Was für eine Maske? Mann, ich sehe nichts von der Maske. Ist das hier die Maske? Ist der Mund die Maske? Oder ist das sein ganzes Gesicht die Maske? Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Okay, ich würde sagen, alles sieht in Ordnung aus. Freunde, ich weiß nicht. Ich meine, sein Kopf sieht irgendwie ein bisschen kleiner aus. Hat er irgendwie einen kleineren Kopf bekommen oder so? Oder passt das ganz egal? Ich lasse ihn rein. Wehe, es war der Fehler, dass er einen kleineren Kopf hat oder irgendwie sowas. Dann haben wir ein Problem. Aber wir sind trotzdem weit gekommen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und nein! Wir haben den falsch reingelassen. Okay, woran lag's? Hat er einen kleineren Kopf? Okay, wir haben einen Doppelgänger erwischt. Wir haben keinen Nachbarn erledigt. Das ist auf jeden Fall schon sehr gut. Wir haben aber leider einen Doppelgänger reingelassen. Und was? Wir müssen aufs Ablaufdatum mit seinem Ausweis gucken? Okay, okay. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlt, dass ich auf das alles achten muss. Ah,
dieser Job ist anstrengender, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Aha, dich kennen wir doch schon. Wo ist erstmal Ihre ID, Ihr Ausweis? Aha, geben Sie mal Ihren Ausweis jetzt sofort her. Und wir checken jetzt alles gründlich ab. Abducius Morain. Stehen Sie auf der Liste heute? Tatsächlich. Etage 1, Nummer 3. Okay, Narbe, Piercing, Augenlider und ein großes Lächeln. Ja, das sieht erstmal gut aus alles. Falsche ID-Ausweisnummer, Kollege. Das habe ich genau gesehen. Wir müssen jetzt jede Zahl einzeln durchgehen. Okay, wir rufen die an. 3, 3, 1 und Nummer 2. Wir rufen an. Hallo? Einmal eine 6er Chicken Nuggets Box, bitte. Einmal in meinem Büro als Sicherheitsmann. Ja, und Bob, Dankeschön. Jo, Protokoll vervollständigt. Du kannst weitermachen mit deinem Job. Jo, alles klar, Bob. Man sieht sich nach der Arbeit. Hau rein, Kollege. Danach essen wir Döner. Der nächste, bitte. Aha. Schönen guten Tag, gut. Okay, wieso sehen Sie so gruselig aus? Hallo? Der letzte Name vom Mann hinter dem echten Gesicht von der Maske. Was? Wieso stellst du mir jetzt hier die Fragen, Kollege? Wir müssen jetzt eine Antwort eingeben? Freunde, das hier ist jetzt anscheinend der böse Chester. Oh mein Gott, im neuen Update und ein brandneuer Charakter. Und Freunde, ich habe jetzt mal die Antworten gegoogelt. Und wir werden jetzt auf jeden Fall alles richtig eingeben. Das ist korrekt. Um das geheime Ende freizuschalten. Welche Nummer würdest du einem Sieg geben in einem Contest? Bla bla bla. Okay, der labert mich voll. Und zwar laut hier die Antwort MMMDCCC. Okay, dreimal C eingeben. L, oh mein Gott, wie soll man darauf kommen? XXXVIII. Okay, Freunde, und das ist korrekt. Let's go. Okay, okay. Wir beantworten jetzt alle Fragen auf jeden Fall richtig, auf jeden Fall, die uns der böse Chester hier am Stellen ist. Okay, wir gehen die nächste Antwort ein. Und okay, auch die ist natürlich hier easy korrekt. Easy peasy. Komm, komm. Ist das alles, was du drauf hast? Ich werde alle deine Fragen richtig beantworten. Und dann werden wir das geheime Ende freischalten. So gut. Okay, keine Ahnung, was das Ganze bedeuten soll, aber puh, auch das ist korrekt, Freunde. Oh mein Gott, was? Wir haben echt die coole neue Charakter im geheimen Albtraummodus am Start. Okay, SCP 038 geben wir ein. Und okay, auch die Antwort ist richtig. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, ich bin gespannt, was passiert, wenn wir alle Fragen jetzt hier richtig beantworten, auf jeden Fall. Und die letzte Antwort ist 4, 5, 3, 6, 0. Oh mein Gott, okay, 6, 0. Nicht, dass wir jetzt irgendwas hier falsch machen. Und okay, es ist korrekt. Auch die Antwort ist korrekt. Du hast geschafft, alle Antworten von meinen Fragen korrekt zu beantworten. Herzlichen Glückwunsch, du hast... Wow, ein Secret Badge, Freunde. Let's go. Wir haben das Chester. Oh mein Gott, ein Secret Badge jetzt hier bekommen. Und jetzt? Oh, tschüss. Das war's. Ey, yo, wir haben das geheime Badge jetzt hier bekommen. Von Chester jetzt hier am Start. Okay, cool. Gut. Okay, okay. Aber wir machen weiter mit unserer Arbeit jetzt auf jeden Fall. Okay, wir machen weiter mit unserem Job als Sicherheitsmann. Und okay, so langsam habe ich den Dreh, glaube ich, raus. Aputsch Xil Balba. Okay, okay. Aputsch Xil Balba. Okay, Ablaufdatum 1982. Da passt alles. Die Ausweis-ID-Nummer checken wir gleich nochmal ab. Okay, Apartment 3. Etage Nummer 3. Okay, dann schauen wir mal. Er hat eine Maske auf. Ja, 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 er ist mehr als eindeutig, muss ich sagen. Er hat eine Maske auf, er hat einen runden Kopf. Joa, so kartoffelförmig, würde ich sagen. Joa, aber passt ungefähr. Kurzes Haar, kurzes Haar. Runde, Ohren und kleine Augen. Kleine Augen und sind die Ohren rund? Ja, ich würde schon sagen, auch hier passt alles. Aputsch Xilbaba, ja, Maske, kurzes Haar, okay. Ich würde ihn durchlassen. Die Ausweis-ID-Nummer 5648. Okay, wir checken auch hier alles ab. 5648. Sieht alles in Ordnung aus. Viel Spaß im Gebäude wünsche ich Ihnen. Okay, Freunde, bitte. Jeder Nachbar, den wir reinlassen, könnte unser Ende bedeuten. Und was? Wir haben den Falschen reingelassen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ein Doppelgänger erwischt. Okay, kein Nachbarn erledigt. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und wir haben einen Falschen reingelassen. Und zwar der Grund zum Reingehen. Das ist nicht dein Ernst. Auf was soll ich noch alles achten? Oh, Torö? Okay, wir haben einen Elefanten am Start. Und zwar Chaugner Faugan. Okay, Freunde, wir achten jetzt auf alles im Nightmare-Modus. Mir reicht es jetzt. Okay, bleiben Sie genau stehen. Ich gucke mir diesen Rüssel genau an. Ich gucke mir die Hörner. Alles wird genau angeschaut. Apartment 201. Okay, ID-Nummer checken wir gleich an. Hat einen Trunk. Warte mal, was ist ein Trunk? Ich weiß nicht. Ein Tattoo. Zwei Hörner sind das wahrscheinlich. Und große Ohren, ja. Große Ohren. Ja, die Ohren passen nicht mal auf das Bild drauf. So groß sind die Ohren. Er hat hier oben ein Tattoo, zwei Hörner. Ah, das sind vielleicht Piercings. Hat er vielleicht
4 Piercings oder sowas. Könnte das Ganze sein? Wo wohnt der Kollege nochmal? Hier. Warte mal, aber zwei Tasks steht da. Und er hat hier 4 Piercings. Ich weiß nicht mehr, was Tasks bedeutet, ehrlich gesagt. Wissen Sie was? Ich habe einen guten Tag. Komm, gehen Sie bitte rein. Gehen Sie einfach bitte rein. Ich hoffe, alles richtig. Ich habe nicht mal Ihre Ausweis-ID-Nummer gecheckt. Gehen Sie einfach bitte rein. Ich hoffe, es ist richtig jetzt. Und... okay, es war richtig. Glück gehabt. Und... oh mein Gott, ich glaube, das ist der Milchmann. Ich glaube, das ist der Milchmann von That's Not My Neighbor. Und was ist mit ihm passiert? Er ist ein Vampir. Jok Sutot oder irgendwie sowas. Jok Sutot. Okay, Apartment 204. Okay, er ist ein Vampir. Genau, er hat eine lange Nase. Und einen Nasenring. Mhm, ja, passt auf jeden Fall bis jetzt. Dann hat er, oh, okay, so schattierte Augen. Kurzes Haar, okay, schattierte Augen. Ja, also so, genau, schattiert, kurzes Haar. Ja, sieht eigentlich gut aus bis jetzt. Oh, er steht aber nicht auf der Liste drauf, Freunde. Oh, Entry Request. Es ist perfekt, nein, du stehst nicht auf der Liste, Kollege. Ich sehe gar nichts. Alarm! Schnappt ihn euch, Didi. Schnappt ihn euch. Ja, der nächste Übeltäter. Das ist Didi kontaktiert. Jo, alles klar. Sehr gut. Warte mal. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt hier einen falschen entfernen? Wäre mir dann auch direkt erledigt? Okay, es geht weiter und... oh nein, nicht sie schon wieder. Okay. Ich sehe doch, ihr fehlt doch erstmal ein Dokument. Hier. Hier. Genau. Hier ist meine Entry Request. Okay. Krom Kurach. Ich schaue es mir sie genauso an. Ich muss nicht mal sehen, wo sie wohnen. Ich weiß schon, wo sie wohnen, wie sie aussehen. Genau. Hut, Mausstitches, große Hut. Hat eine Maske auf. Ich stehe doch tatsächlich auf der Liste drauf. Und die Ausweis ist auch noch nicht abgelaufen. Was mit ihrer ID-Nummer? Komm, gehen Sie rein. Bitte, bitte erledigen Sie nur keinen Nachbarn. Und ich hoffe, es war kein Doppelgänger, Freunde. Und okay, es geht weiter. Das bedeutet, wir haben es richtig gemacht. Wir haben es richtig gelöst. Schönen guten Tag. Ich da, Eris Gigal. Okay, ein Zombie, Freunde. Auch sympathisch. Mal was Neues hier. Ja, ich habe die Pest verursacht. Okay, cool. Coole Story. Genau, steht hier auch. Der richtige Grund steht dabei. Oh, warte mal. Oh, wir können, warte mal, bei ihr zu Hause anrufen. Wir können beide Departments anrufen und schauen, ob sie dran gehen wird. 4122. Okay, sie hat eine lange Nase, ein langes Lächeln. Aha. Rundes Gesicht. Ja, ist rund, würde ich sagen. Okay, lockiges Haar und große Augen. Okay, ansonsten eigentlich passt alles. Sie ist... war es auch auf der Liste auf? Sie sieht ein bisschen anders aus auf der Liste, oder? Sieht sie ein bisschen anders aus? Ich weiß es nicht, aber das passt erstmal. Okay, die Ausweisnummer. Oh, ich habe einen Fehler entdeckt. Ja, ich habe einen Fehler entdeckt. Und wir rufen direkt das DDD an. Okay, die Ausweisnummer, Freunde, ist falsch. Da muss man echt genau auf jede Ziffer einmal achten. Aber kein Problem, Freunde. Schnappen Sie euch! Yo, Bob! Na? Nach der Arbeit essen wir einen Döner hier beide, ne? Jo, alles klar. Hau rein. Ich mach weiter mit meinem Job. Schönen Tag noch. Okay. Oh, der nächste Charakter, Freunde. Okay, es sind alles wirklich solche gruseligen Charakter. Teutates Taranis. Ein schöner Name, muss ich sagen. Teutates Taranis. Apartment 3, Nummer 3. Okay, dann checken wir das Ganze mal ab, auf jeden Fall. Face-Tattoos. Ja, die kann man schwer übersehen, muss ich sagen. Okay, er guckt sehr ernst. Mhm, ja, er guckt sehr ernst, muss ich sagen. Lange Nase, scharfe Zähne und langes Haar. Woher soll ich jetzt wissen, ob er scharfe Zähne hat? Sind das diese scharfen Zähne oder wie? Oder können Sie mal den Mund öffnen? Nee? Okay, aber er hat langes Haar. Ich würde sagen, es passt alles. Er ist auch auf der Liste drauf. Die ID-Nummer checken wir nochmal kurz ab. Passt auch alles. Okay, abgelaufen ist das Dokument auch nicht. Leute, es sieht alles richtig aus. Ich glaube, wir können ihn ohne schlechtes Gewissen hoffentlich ins Gebäude lassen und... okay. Stopp! Sie war gerade eben schon hier. Hä? Ist das jetzt ein Doppelgänger? Und, oh nein, wie? Jetzt ist ja auch alles richtig. Teutates Taranis, aber... hä? Es muss ja echt der Falsche sein. Wir hatten ihn doch gerade eben und... oh, mein Apartment ist der dritten Etage. Also ja, es stimmt, aber... warte mal, was sollen wir jetzt anrufen? 4242. Wir rufen mein Apartment an. 4242. Okay, ich bin gespannt. Er müsste ja eigentlich dran gehen. Es muss ja richtig gewesen sein. Sonst wohnen wir, hätten wir erledigt werden müssen eigentlich. Hallo, Totatus redet. Jo, Totatus, was geht ab? Alles gut? Jo, Push und ich, wir sind im Apartment. Und er muss fake sein, aber wo ist der Grund? Ah, ich habe den Grund. Seine ID-Nummer ist falsch. Der Klassiker. Nein, so einfach geht das nicht. Ich bin ja der beste Sicherheitsmann. Ich lasse hier keinen rein. Jo, Didi, genau. Let's go, gute Arbeit. Ew. Wer bist du? Dich kennen wir doch auch schon. Exile,
Lanitro oder so. Okay, er hat wieder die gepunkteten Augenbrauen, aber irgendwie sieht er ein bisschen, sieht er heute anders aus. 15 Nägel war das, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, da passt auf jeden Fall alles. Er wohnt, okay, Apartment 1, 2. Okay, Ausweisnummer checken wir gleich auf jeden Fall ab. 15 Nägel, ja, gepunktete Augenbrauen. Prominentes Kinn, müde Augen und scharfe Zähne. Okay. Freunde, er ist gar nicht auf der Liste. Notfall. Schnappt ihr euch. Okay, war's richtig und... Oh, was ist das? Was ist das, Freunde? Ew! Was ist das? Und... hallo? Schönen guten Tag. Da hinter Ihnen ist was. Okay, wir tun so, als hätten wir nichts gesehen und machen ganz normal weiter mit unserem Job. Mit ich da, RS Kigal. Okay, wir schauen mal. Okay, sie ist tatsächlich drauf auf der Liste. Okay, Apartment 32. Das Wort hier müssen sie wohnen. Die ID-Nummer checken wir gleich auf jeden Fall ab. Genau. Wir können sicherheitshalber nochmal da anrufen in ihrem Apartment. 4122. Und da dürfte jetzt eigentlich keiner dran gehen, soweit ich weiß. Weil sie ja eigentlich nicht zu Hause ist. Okay, wir rufen bei ihrem Apartment an. Wird wer dran gehen, Freunde? Okay, es geht keiner dran. Das bedeutet, wir lassen sie durch. Wir lassen sie durch. Und was ist das da hinten? Ich habe ein bisschen Angst, Freunde. Okay. Wow, die nächste Person kommt. Hallo, schönen guten Tag. Okay, er hat irgendwelche Regenwürmer oder sowas, aber er ist auf der Liste anscheinend. Orcus Dispater. Okay, Orcus Dispater. 1987 läuft die Ausweis ab. Das passt soweit. Orcus Dispater. Okay, 3-1 wohnen sie. Okay, sie sammeln Skin, steht ja anscheinend. Okay, er hat eine Maske auf. Helle Augen. Ein langes Lächeln und eine dunkle Haut. Ja, das passt soweit. Ist da Thanos unter da drunter? Thanos, bist du es, Mann? Freunde, es passt soweit alles. Ich würde sagen, wir lassen ihn rein ins Gebäude und... Oh, einfach diese Maske. Können Sie bitte weggehen? Sie dürfen nicht ins Gebäude reingehen. Okay, schönen guten Tag, die nächste. Hallo. Oh mein Gott, wie viele kommen noch? Und wo ist erstmal Ihr Ausweis? Haben wir es bald geschafft? Haben wir bald unsere Schicht geschafft? Okay, zeig mir Ihren Ausweis. Drugia Floretti. Okay, schöner Name, muss ich sagen. Drugia Floretti. Mhm, da passt alles soweit. Apartment, erste Etage. Erstes Apartment, da wohnen sie tatsächlich. Nightmare Designer, sind ein Albtraum-Designer. Steht das auch hier? Okay, ich bin rausgegangen, um ein paar Albträume zu erschaffen. 24 Finger? Och nö, die werde ich jetzt nicht alle einzeln sehen, oder? Woher soll ich das wissen? Können wir hier aussehen oder sowas? Checklist, aussehen fragen oder sowas? Mein Aussehen, es ist viel besser als deins. Okay, sorry, sorry. Ah, das sind die Finger. Aber was? 24? 6? 12? 18, okay, 24, passt alles. Viele Augen, kleine Nase, hat Ohrringe an und Hände auf ihrem Kopf. Okay, ja, das passt eigentlich soweit. Ist das eine kleine Nase? Ich weiß nicht, auf dem Bild. Wie sieht es aus dem Ausweis aus? Okay, sieht eigentlich genau gleich aus, muss ich sagen, auf dem Ausweis. Ich erkenne tatsächlich keinen Unterschied und deswegen würde ich sagen, wir lassen sie ins Gebäude rein. Junge, bitte geh weg, hau ab, du machst mir Angst. Er macht mir Angst, wieso hängt er da an der Wand da? Oh nein, sie war doch gerade eben schon hier. Sie war doch gerade eben schon hier. Haben wir sie aber gerade reingelassen? Ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Erstmal Entry Request. Wieso wollen sie hier reingehen? Geben sie mal ganz schnell her. Ich da RS Kigal. Okay, ich da RS Kigal. Warte mal. Aber sie wohnen. Okay, 3-2. Haben wir sie gerade reingelassen? Da müsste jetzt eigentlich keiner rangehen. 4-1-2-2, oder? 4-1-2-2. Wir rufen in ihrem Apartment live vor Ort an, Freunde. Hello, ich da rede jetzt mal. Sie muss fake sein. Sie muss fake sein, weil wir haben die richtige ich da schon reingelassen. Tja, Kollege. Das ist natürlich blöd für dich jetzt. Okay, Freunde. Didi wird sofort kontaktiert. Und, okay. Perfekt. Das ging schnell. Okay. Es wurde sich darum gekümmert. Und können Sie auch bitte dieses Gesicht hinter Ihnen wegmachen? Nein, nein. Bitte geh weg. Geh weg. Dieses Gesicht muss einfach weg. Oh, das ist die nächste. Io mit so Schlangen oder sowas. Shub-Niggurath oder sowas. Okay. Ihr Ausweis ist auf jeden Fall noch gültig. Shub-Niggurath. Apartment 203 wohnen sie anscheinend. Okay, Tattoo auf der Stirn, kleine Nase. Großes Lächeln und 7 Schlangen. Okay, 7 Schlangen. Oh nein. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, alle stillhalten, Schlangen. Genau, sehr gut. Okay, ich habe alle richtig gezählt.
Und sie hatte, okay, was ist das? Ich bin rausgegangen, okay. Das passt auch. Rundes Gesicht. Ja, ist sie auch auf der Liste? Sie ist auch auf der Liste, okay. Okay, viel Spaß wünsche ich Ihnen im Gebäude. Wow, wer ist das? Ein neuer Charakter, Freunde, der Clown. Möchtest du ein Spiel spielen? Nö. Natürlich, okay. Wir spielen jetzt ein Spiel mit. Okay, sehr gut. Lass uns spielen. Lass uns nicht den Tisch aufräumen. Freunde, wir haben einen neuen Charakter und was? Wir müssen ein Kartenspiel spielen? Hör mir gut zu. Ich werde die Regel nur einmal klären. Okay, ich gebe mein Bestes. Wir werden mit Karten spielen. Der Gewinner ist der, der keine Karten mehr hat. Okay, das bedeutet, wir müssen probieren, unsere Karten loszuwerden. Anstatt. Es steht 0:0. Okay. Okay, Mr. Clown, ich bin ready. Ich bin bereit auf jeden Fall. Okay, es gibt J, Q, K, A und die können immer gespielt werden. Okay, das sind die Joker-Karten anscheinend. Wenn du die neue Karte spielen kannst, dann benutze sie auch. Wir spielen Best of Three. Good luck. Okay, das sind jetzt unsere Karten, Freunde. Ich habe nicht zugehört. Ich habe schon zugehört, aber ich nehme einfach mal die 7 Herz. Okay, wir auch eine Karte. Dann will ich mal hier die Karte vielleicht hier. Oder das K. Okay, wir nehmen das K. Legt ein A. Okay. 2 Herz lege ich, Freunde. Und ich habe gewonnen. Ja. 1:0. Da guckst du was, mein kleiner Clown. Nächste Runde, ich starte. Wow. Okay, dieser fängt eher an, Freunde. Okay, wir müssen wieder das K hier legen. Zack, okay, steht 1:0. Mal schauen, was passieren wird, wenn wir jetzt hier gegen den Clown gewinnen. Ob wir dann das geheime Ende freischalten. Oh, wir haben echt gute Karten. Nein! Es ist unentschieden, Freunde. 1:1. Haben wir überhaupt eine Chance, gegen den Clown zu gewinnen? Okay, da bin ich mal gespannt. Okay, wir legen das Ass hier. Zack. Was? Wieso lacht er mich jetzt schon aus? Oh! Ist das so eine Karte? Eine Joker-Karte? Oh mein Gott. Wie hat er so böse geguckt, Freunde? Ich weiß nicht. Oh nein, wir mussten gerade um mich eine ziehen, ne? Deswegen hat er so gelacht. Aber, haben wir gewonnen? Jawohl! 2:1. Okay, Freunde. Sehr gut. Hier steht 2:1. Ja, du hast vielleicht diesmal gewonnen. Aber es wird eine andere Möglichkeit geben. Wir werden uns wiedersehen. Daran glaube ich. Und diesmal wirst du da kein Glück haben. Was? Wir haben den Clown geschlagen, Freunde. In seinem Kartenduell. Wie gut. Das war anscheinend ein neuer Nachbaut. Was sind die Karten? Darf ich die behalten jetzt? Geschenk und... Oh? Freunde, wir haben 6 Doppelgänger geschnappt. Wir haben keine Nachbarn erledigt. Und wir haben keine Nachbarn reingelassen. Wir haben den... Jawohl! Den Albtraummodus geschlagen. Let's go! Und ich hoffe, nach dieser Schicht werde ich erstmal nicht gekündigt. Like und Abo hier nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!